Seit über 40 Jahren lebt Pak Tae-won im Rhythmus der Gezeiten. Spannt mal das Seil an. Stärker. Das Wetter ist heute sehr gut. Das Meer ist ruhig. Das wird wohl ein einfacher Tag. Jeden Tag bei Sonnenaufgang fährt er hinaus, Tintenfische fangen. Der Fischer lässt die neblige Küste seiner Geburtsinsel Yeonpyeong hinter sich. Ihre geografische Lage ist gefährlich aus politischen Gründen. Das ist die Südwestküste der großen Insel Yeonpyeong. Wir fahren hierhin weiter nach Norden. Nordkorea liegt 3,5 Kilometer von der Westküste Yeonpyeongs. Wir sind also sehr nahe dran. Bei gutem Wetter sieht man ihre schussbereiten Kanonen. Die See liegt ruhig am Horizont. Nichts deutet auf die Spannungen zwischen beiden Seiten hin. Das Gebiet hier ist hochgefährlich, denn Nordkorea bedroht ständig unsere Nordwestinseln. Immer muss man auf der Hut sein. In den letzten Tagen hat Kim Jong-un von einem Mehrfachraketenwerfer gesprochen. Die Soldaten, die die Nordwestinseln und besonders Yeonpyeong schützen, sind in Alarmbereitschaft. Pyongyang hält die Seegrenze für strittig und will sie weiter nach Süden verrücken, was für ständige Konflikte sorgt. Der Zugang zu diesem Hochrisikogebiet ist beschränkt und wird von den südkoreanischen Behörden streng kontrolliert. Ich werde durchgehend überwacht. Warum denken Sie wohl, haben die hier Küstenwachen postiert? Sehen Sie das Schiff dort? Das ist lästig. Von dort drüben verläuft in Richtung Westen eine Demarkationslinie. Die ist auf dem GPS zu sehen. Das ist die Grenze. Aber bei Wind werden wir von der Strömung abgetrieben. Da müssen wir uns dann immer rechtfertigen und die Küstenwache muss der Marine Meldung erstatten, warum wir abgetrieben wurden. Korea ist ein freies Land. Wir sind ein freies Volk. Und ich bin überzeugt, niemand hat das Recht, sich in unser Leben einzumischen. Aber in Yeonpyeong sind wir in einer Sonderzone. Wir unterstehen dem Militär. Hier hat die Armee das Sagen. Yeonpyeong, ein knapp über 7 Quadratkilometer großes Gebiet. 1200 Soldaten sind hier stationiert, ein Drittel der Bevölkerung. An jeder Straßenecke erinnern Militäranlagen, Patrouillen und Überwachungskameras an die permanente Bedrohung durch den nordkoreanischen Nachbarn. Nach der Teilung der beiden Koreas im Jahr 1945, als Yeonpyeong Südkorea zugeschlagen wurde, war die Insel immer wieder Schauplatz militärischer Konfrontationen. Heute ist die hochgerüstete Insel der Wundepunkt des koreanischen Konflikts. Was Besucher allerdings nicht abschreckt. Jeden Tag pendeln 2 Schiffe zwischen Yeonpyeong und dem Festland. An Bord Bewohner. Achtung beim Aussteigen. Aber auch Touristen aus dem ganzen Land. 40 sind heute Morgen aus Seoul angereist. Wurde das ganze Viertel hier bombardiert? Ah, das Gebäude dort wurde getroffen. Wurden all die Häuser nach den Bombenangriffen wieder aufgebaut? Nein, da wurde nur die Seite hier getroffen. Die Touristen besuchen ein von Nordkorea 2010 bombardiertes Viertel. Bei einem Angriff nach einer militärischen Eskalation zwischen den beiden Koreas starben damals 4 Menschen aus Südkorea, darunter 2 Zivilisten. Damals war das Haus noch bewohnt. Die Mutter machte gerade den Haushalt, als sie einen Anruf von ihrer Tochter erhielt. Die weinte. Mama, Mama, Nordkorea feuert Granaten. Ich habe Angst. Hol mich ab. Als die Mutter ihr Haus verließ, schlug eine Granate in ihr Wohnzimmer ein. Die Tochter hatte sie gerettet. Doch sie war danach schwer traumatisiert. Sie wurde aufs Festland in Sicherheit gebracht und kehrte nie wieder nach Yeonpyeong zurück.
Diese Touristen verstehen hier erst richtig das Ausmaß des Konflikts, denn sie leben weit von hier in den Großstädten. Es ist etwas anderes, das mit eigenen Augen zu sehen, anstatt in den Medien. Man macht sich die Lage hier nicht richtig bewusst. Das hat uns die Augen geöffnet. Vor allem darf solch eine Tragödie sich nicht wiederholen. Ich will, dass die beiden Koreas in Frieden leben. Bei ihrem Besuch werden die Touristen auch von Bewohnern aus Yeonpyeong begleitet. Wenn Sie bei Ihrem Besuch Fragen haben, fragen Sie uns ruhig. Das ist meine Frau. Wir werden all Ihre Fragen beantworten. Kim Ki-ho und seine Frau stammen beide von Yeonpyeong. Sie sahen, wie sich die kleine Insel im Lauf der Zeit veränderte. Gab es damals auch viele alte Menschen hier auf der Insel? Ja. Und junge? Damals lebten hier noch viele junge Leute. Dann, nach den Angriffen von 2010, ist ihre Zahl rapide gefallen. Eltern hüten ihre Kinder ja immer wie ihren Augapfel. Also wollen sie sie nicht hier zur Schule schicken? Die schicken sie alle aufs Festland. Am 5. Januar dieses Jahr mussten wir in den Bunkern Schutz suchen. Ah, hört man da die Raketen aus Nordkorea? Nein, das sind wir. Wir schießen vom Süden aus. Es läuft mir kalt den Rücken runter, all diese Angriffe. Hier kann man ja unmöglich leben. Die Angriffe von 2010 hatten für Herrn und Frau Kim dauerhafte Folgen. Jedes Krachen, jede Detonation klingt für sie nach akuter Gefahr. Bei jedem Angriff müssen sie bereit sein, an einen sicheren Ort zu fliehen. Das ist eine Frage des Überlebens. Man muss so schnell wie möglich in einen Schutzraum. Hier im Dorf haben wir 20 provisorische Schutzräume, wie den hier. Zusammen mit denen an den Straßen im Gebirge kommen wir auf ca. 80. Die Insel besitzt auch 8 von der Regierung ausgestattete Bunker. Jeder ist für über 200 Menschen angelegt. Die Kims hingegen haben es nicht weit zum nächsten Schutzraum. Er liegt direkt unter ihrem Haus. Den nutzen wir auch als Lager. Aber im Notfall dient er uns auch als Bunker. Den haben die Soldaten früher mal aus Beton gebaut. Der Beton ist mindestens 60 cm dick. Da drin würden wir sogar einen Atombombenabwurf überleben. Bei den Bombenangriffen von 2010 sind wir mit den Kindern aus der benachbarten Schule hierher geflohen. Wir haben uns hier und im Nebenraum versteckt. Wir waren ungefähr 100 Menschen. Die Kinder hatten große Angst, aber die Erwachsenen waren da. Und wir haben einander getröstet. Wir haben dort drin die Nacht verbracht. Dann, tags darauf, haben viele die Insel mit hastig gecharterten Booten verlassen. Der Hafen sah aus wie ein richtiges Kriegsgebiet. Da wurde mir klar, wie der Koreakrieg ganze Familien zerrissen hat. Die Beziehungen der Inselbewohner zu ihrem streitbaren Nachbarn sind schwierig bis kompliziert. 30% der Menschen hier stammen aus Nordkorea. Bevor sie sich unterhalb der Grenze am 38. Breitengrad wiederfanden, gehörten Yeonpyeong und seine umliegenden Inseln nämlich zur nordkoreanischen Provinz Hwanghae. Auch Herr Kim, ein Soldat im Ruhestand, hat dort seine Wurzeln. Unsere Generation unterscheidet sich stark von der unserer Eltern. Die sehnten sich noch nach Nordkorea und träumten von einer Rückkehr. Oft hatten sie dort noch Familie. Die Gräber ihrer Vorfahren lagen jenseits der Grenze. Aber uns hat man schon als Kindern eine antikommunistische Hirnwäsche verpasst. An der Oberschule kriegten wir eine militärische Ausbildung. Da sind wir dem Norden gegenüber voreingenommen. Seit dem Ende des Koreakriegs wurde unser Land immer von Konservativen regiert. In den Schulbüchern und in Sonderkursen hat man uns eingebläut, nieder mit den Kommunisten, nieder mit Kim Il-sung.
vertreiben wir die Barbaren aus dem Norden. Und dann ist da die Generation unserer Kinder. Für die sind Nordkoreaner noch nicht mal Landsleute. Südkorea und Nordkorea sind einfach zwei verschiedene Länder. Anders als wir haben die mit der Frage einer Wiedervereinigung nichts am Hut. Den jüngsten Umfragen zufolge halten 60% der jungen Südkoreaner eine Wiedervereinigung der beiden Koreas nicht für nötig. Die Teilung der Halbinsel verfestigte sich im Laufe der Jahre. Doch finden sich auf Yeonpyeong einige wenige Orte, wo beide Länder sich noch begegnen. Bewaffnet mit Greifzange und Plastikbeutel macht dieser Forscher sich jeden Monat auf zur Insel. Häufig besucht Professor Kang die Strände im Nordwesten der Region. Ihre geografische Lage eignet sich auch für die Forschungen des Nordkorea-Experten. Ich brauche 12 Stunden bis hierher, aber das lohnt sich, weil es einer der wenigen Orte ist, wo ich Gegenstände aus Nordkorea finde und Nordkorea beobachten kann. Die Küsten Nordkoreas liegen näher an Yeonpyeong als die im Süden. Jeden Tag verwischen Ebbe und Flut die Grenze und schwemmen den Müll von jenseits der Demarkationslinie an die Strände. Von hier aus ist das nordkoreanische Gebiet gut zu sehen. Aber wie seine Bewohner leben, das sieht man nicht. Diese Abfälle geben uns Hinweise auf ihren Alltag. So verstehen wir ihre Lebensweise. Und deshalb bin ich oft hier. Das ist Milch mit Pfirsicharoma aus Nordkorea. Solche Verpackungen findet man an den südkoreanischen Stränden am häufigsten. Die hier ist von 2017. Die ist in keinem guten Zustand. In Südkorea findet man kaum Milch in Plastikverpackungen. Mit unserem Kühlsystem können wir sie in Milchbeuteln aus Papier konservieren. Diese Plastikbeutel lassen darauf schließen, dass das Kühlsystem in Nordkorea nicht so leistungsfähig ist. Nach einer Stunde Ausgrabungen sortiert Professor Kang seine Ausbeute und dokumentiert dies in den sozialen Netzwerken. Wir wissen nicht viel über Nordkorea. Die Informationen sind dürftig. Aber im Hinblick auf eine zukünftige Wiedervereinigung ist es wichtig zu verstehen, was dort vor sich geht. Das aber interessiert bei uns nur wenige. Deshalb wende ich mich über Online-Plattformen an ein größeres Publikum und kann es mit meinen Posts zum Thema Nordkorea sensibilisieren. Mit meiner Arbeit suche ich nach Spuren von Leben aus der anderen Hälfte dieses geteilten Landes. Ich hoffe, damit lassen sich Kontakte zwischen den beiden Koreas knüpfen. Eine Wiedervereinigung der beiden Koreas scheint von Yeonpyeong und den umliegenden Inseln aus gesehen fast unmöglich. Die Verbindungen dieser Gebiete zu Nordkorea aufgrund der Vorfahren wurden in den letzten Jahrzehnten oft auf eine harte Probe gestellt. Die Menschen hier waren nicht nur Opfer militärischer Konflikte, sondern auch eines unerbitterlichen Krieges der Ideologien. Die meisten Wunden sind bis heute noch nicht verheilt. Der Aktivist Byun und der Anwalt Lee sind Experten in Sachen Menschenrechte. Wir sitzen nicht nebeneinander. Macht nichts. Heute Morgen sind sie unterwegs nach Baekgyeongdo, einer Insel wenige Kilometer westlich von Yeonpyeong. Sie recherchieren zu den lange totgeschwiegenen Fällen der Fischer, die von Nordkorea in den 60er und 70er Jahren entführt wurden. Es gab hier in der Region immer viele Fischer.
Aber damals war der Grenzverlauf unklar und oft gerieten sie bei ihren Fangzügen auf See in Gefangenschaft. Die in den Süden zurückgekehrten Fischer sagten, die Nordkoreaner hätten sie für die Propaganda ihres Regimes entführt. Sie zeigten ihnen die Wunder ihrer Heimat, verwöhnten sie mit leckerem Essen und brachten sie in schöne Gebäude. Über 3.700 Fischer wurden an der Grenze entführt. Nach einigen Monaten ließ man sie immer wieder frei, doch nur wenige haben über ihre Haft berichtet. Ihr Aufenthalt im Norden galt, obwohl unfreiwillig, in den Augen Seouls als verdächtig. Kaum wieder in Freiheit gerieten sie ins Visier der antikommunistischen Propaganda des Südens. Bei ihrer Freilassung behandelte die südkoreanische Regierung sie wie Spione und sprach sie in Scheinprozessen schuldig. Es handelt sich um falsche und ungerechtfertigte Anklagen auf der Grundlage gefälschter Beweise. Diese Tatsachen kamen erst kürzlich wieder ans Licht und das wird alles neu aufgerollt. Wir betreuen die Opfer und die Wiederaufnahme ihrer Fälle. Und sobald ihre Unschuld erwiesen ist, verhelfen wir ihnen zu Entschädigungszahlungen von Seiten der Regierung. Vor einer Wiederaufnahme müssen erst die Lücken der Geschichte erkundet werden, was sich als schwierig erweist. Die Fischer, traumatisiert von ihrer Behandlung im Norden und später dann im Süden, hüllen sich in Schweigen. Nicht einmal ihre Familien kennen die Einzelheiten ihrer Haft. Mein Mann wurde entführt. Ja, erzählen Sie davon. Er war der Kapitän des Schiffs und wurde mit seiner Crew gefangen genommen. Was ihm widerfuhr, hat er bei seiner Rückkehr nicht groß erzählt. Damals konnte es Probleme geben, wenn man über Nordkorea sprach. Er hatte wohl Angst. Bei ihren Treffen versuchen die beiden Männer, die fehlenden Puzzleteile der halbvergessenen Fälle wieder aufzutreiben. Da muss irgendwo stehen, dass seine Frau Lee Seon-jong ist. Moment, hier steht es. Wo? Ja, 27. September 1938, genau. Die Dokumente sind nicht digitalisiert. Das ist alles handgeschrieben. An die war sicher schwer ranzukommen. Das große Problem ist, uns fehlen Unterlagen. Selbst wenn die Polizei die Häftlinge gefoltert hat, steht das natürlich nicht in den Berichten. Aber mit etwas Glück kommen wir vielleicht an ein Dokument ran, wo drin steht, was passiert ist. Wenn wir überhaupt Beweise finden und der Prozess wird neu aufgerollt, kann das Verfahren zwischen 3 und maximal 5 Jahre dauern. Wir geben unser Bestes, vertrauen Sie uns. Danke. Auf Wiedersehen. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Die Fischer sind nicht die einzigen Opfer. Die Anklagen wegen Spionage hatten Folgen für ihre ganze Familie. Ein halbes Jahrhundert nach den Vorfällen brechen sie erst jetzt allmählich ihr Schweigen. Eine Familie hat sie gerade kontaktiert. Die Fischer sind die Schwächsten in der Bevölkerung. Sie haben die geringste Bildung und werden am stärksten ausgegrenzt. Es ist traurig, dass diese Menschen für Propagandazwecke eingespannt wurden und zur Verbreitung einer bestimmten Ideologie. Nach meiner Meinung muss man das Problem mit den entführten Fischern lösen und zeigen, dass die Regierung die Rechte aller schützt, ohne Ausnahme. Und deshalb will ich diese Fälle unbedingt aufarbeiten. Frau Choi war 1970 erst 24, als ihr Schwiegervater und ihr Bruder von Nordkorea entführt wurden. Mein Schwiegervater war kein freier Mann. Wie das? Er konnte nicht frei sprechen. Er hatte Angst, er kriegt dann Probleme. Wurde er beschattet? Ja, mein Bruder auch. Eines Tages, als er von der Arbeit kam, wurde er verhaftet und aufs Kommissariat gebracht. Und erst 10 Tage später kam er wieder frei. Ohne ein Wort wurde er verhaftet. So war er, der Alltag der Fischer, die aus dem Norden zurückkehrten. Wirkten die Fischer nach den Verhören verändert?
Sie kam verängstigt und verstört zurück. So schlimm? Nach ihrer Rückkehr begannen die Männer, Alkohol zu trinken. Jeden Tag. Damals galten alle Mitglieder der Familie als Kommunisten und wurden auf der Arbeit diskriminiert. Sie fanden keine feste Arbeit, also brachte Frau Choi sie mit vielen kleinen Jobs durch. Noch heute, mit 78 Jahren, bessert sie auf den Reisfeldern ihre Rente auf. Das bricht mir das Herz. Wegen dieser Vorwürfe fanden noch nicht mal meine Kinder eine richtige Arbeit. Die Familien der Entführten haben sich nie beschwert. Und die Regierung hat sich nie für die entführten Menschen auf dieser kleinen Insel interessiert. Wir sind einfach nur raus aufs Meer gefahren, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, waren aber für 50 Jahre zum Schweigen verdammt. Die Opfer sind gestorben, ohne dass sie Gerechtigkeit erfuhren. Aber wir wären sehr dankbar, wenn man wenigstens uns rehabilitiert. Das ist mehr wert als eine Entschädigung. Man darf die Opfer und diese Vorfälle nicht vergessen. Wie jeden Sonntag verbringt Frau Kim ihren Vormittag in der Kirchengemeinde von Yeonpyeong. Die tiefgläubigen Katholiken denken hier immer auch an Nordkorea. Die Messen mit Blick auf Nordkorea haben für uns eine ganz besondere Bedeutung. Wir beten jeden Tag für Frieden zwischen den beiden Koreas. Aber das allein reicht manchmal nicht. Es gibt Dinge, die schaffen wir nicht alleine, wie zum Beispiel Frieden. Immer, wenn die Lage wieder eskaliert, haben die Bewohner dieser Insel darunter zu leiden. Zur Feier des schönen Wetters veranstaltet die Kirche von Yeonpyeong ein Picknick und Tombolas. Gummihandschuhe und eine Schachtel Taschentücher für Sie. Ich will auch mal sehen. Eine schöne Pause, trotz Stacheldraht und Überwachungskameras. Auf diesen verlorenen Inseln, mitten im Gelben Meer, leiden die Menschen bis heute unter den Folgen des Kalten Krieges. Über 70 Jahre nach der Teilung der beiden Koreas prägt sie noch immer den Alltag der Menschen an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden. Die Aussicht auf eine Wiedervereinigung rückt seit Jahren immer weiter in die Ferne. Doch Frau Kim glaubt an einen Frieden zwischen den beiden Koreas. Mein Traum ist, dass ich eines Tages ganz entspannt hier leben kann. Dass unsere Freunde auf dem Festland sich eines Tages um uns keine Sorgen mehr machen und nicht mehr fragen müssen, wie wir hier leben können. Dass wir ihnen eines Tages sagen, wir leben hier glücklich und ohne Sorgen. Diesen Tag sehne ich herbei.